Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, hatten wir ja mal einen schönen Aschebraten gemacht. Und da sind uns so einige Ideen noch gesprießen. Und deswegen wollen wir euch heute mal zeigen, was man so mit Restern machen kann. Und wir nennen es einfach mal einen schönen Glutbraten, oder? Ja, irgendwie so. Genau. Wir sind dabei rausgekommen, das werden wir sehen. Genau, seid gespannt, was es überhaupt ist. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Rezept. Und zwar war ich ja vor geraumer Zeit beim Benny Krenitz in Karl-Marx-Stadt zum Fleischzerlegekurs, was wir natürlich auch sehr empfehlen können, wenn ihr daran mal Interesse haben solltet. Meldet euch einfach. Und da fällt ja mal ein bisschen was ab. Und wir haben schöne Rippchen geschnitten und Short-Rips und alle möglichen Cuts-Zuschnitte, wie man das nennt. Und da bleibt dann ein bisschen was übrig. Und da habe ich mir gedacht, ja, da haben wir so die Rippenspitzen und sowas mitgenommen. Alles, was halt so nicht mehr als Rippchen verkauft werden kann. Knorpelstücken oder sowas. Und da haben wir gedacht, auch daraus machen wir was. Und gerade weil es vom Wagyu war, habe ich gesagt, da schlagen wir zu. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Brett mit den Zutaten. Hier haben wir unser besagtes Fleisch. Das sind die Abschnitte. Hier vorne ist dann die Rippenspitze mit dran. Hier hinten sind die Shortribs rausgeschnitten. Hier sind natürlich Sehnen und Knorpel mit drin. Aber ich denke mal, bei unserer Zubereitungsart sollte das alles richtig schön weich werden. Hoffen wir mal, was draus wird. Das sehen wir natürlich mit euch gemeinsam. Würzen werden wir das Ganze mit unserem Spare Rib Gewürz. Und wir brauchen nur noch ein Stück gute Butter. Als ersten und aufwendigsten Arbeitsschritt ist hier unsere Butter zu würzen. Wie gesagt, wir haben hier unser Spare Rib Gewürz, da geben wir richtig gut was auf die Butter drauf. Die genauen Mengenangaben, auch wenn es nicht viele sind, findet ihr natürlich auf der Webseite bei uns im Rezept. Manchmal, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, ist das Rezept nicht gleich online mit dem Video. Das liegt daran, dass mein Zeitfenster in letzter Zeit etwas eng ist, aber ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist und kommt Zeit, kommt Rat, alles was lange wird, wird gut. So, Schluss mit dem Rumgejammer. Jetzt die Butter ordentlich mit dem Gewürzen vermengen. Dann reiben wir das Fleisch damit ein und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. So, nächster Arbeitsschritt wäre jetzt, kommt das Spaßige, und zwar haben wir hier unsere Butter, unsere Gewürze. Und dann nehmen wir uns einfach einen guten Hieb und reiben das Fleisch damit ein. Von beiden Seiten und hierbei die Schmalflächen auch nicht vergessen, und viel mehr Gewürz braucht ihr hier auch nicht rannehmen. Es kommt natürlich darauf an, was ihr für ein Fleisch nehmt, aber wie gesagt, hier haben wir das vom Wagyu. Das, denke ich mal, bringt genug Eigengeschmack mit und da muss man das jetzt nicht unbedingt übertreiben. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, das wisst ihr ja, aber empfehlenswert ist es nicht unbedingt, wäre schade drum. Und das machen wir natürlich mit allen Fleischstücken und dann werden die bloß noch übereinander gelegt zu einem kleinen Türmchen in Backpapier und Leichtmetallfolie verpackt, und dann werdet ihr sehen, welche Feuerquelle wir heute wieder mal benutzen. So, wer unseren Aschebraten gesehen hat, weiß, was wir heute wieder für eine Hitzequelle benutzen. Und zwar habe ich hier unsere Rippchen schön in Backpapier ist das eingewickelt und dann hier diese Leichtmetallfolie drum gewickelt. Das sind ca. 50 Rollmeter, die wir drum gewickelt haben. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Ja, wie beim letzten Video schon, wieder eingepackt, passiert ja nichts. Einfach eine Kuhle hier und haben ein schönes Glutbett gemacht. Das waren geschätzte 17 Euro Paletten, die wir hier verfeuert haben. Eine Kuhle in die Mitte, wo wir unser Fleisch hineingeben, beziehungsweise unser Fleischpaket schön in die Mitte, und das Ganze werden wir wieder mit Glut abdecken, aber wir überlassen heute nichts dem Zufall. Ich gehe gleich noch mal in die Werkstatt, in den Schuppen, und werde noch etwas Holzkohle holen und die hier mit rüber geben, dass es auch wirklich schön abgeschlossen ist alles. Ja, 2 Stunden sind jetzt rum. Wir werden mal schauen, was uns das Ganze gebracht hat. Vorsichtig mal befreien. Das sagt Blut. Okay, ist weg. Das ist verbrannt. Das ist weg. So, da ist es. Da ist das gute Stück. Das werden wir jetzt von der Glut befreien und gemeinsam auspacken. Dann hat er schon ein bisschen ruhen lassen. Locker noch mal ein halbes Stündchen und dann mal schauen, was das Ganze
gebracht hat. Ich habe mich mit Schutzhandschuhen bewaffnet. Wir haben das Ganze jetzt noch mal ruhen lassen für eine halbe Stunde. Bin aber gespannt, ob das geklappt hat oder ob uns das verkohlt ist. Aber ich sehe schon, das Ding ging wahrscheinlich völlig in die Hosen. Aber wir packen erstmal aus. Denn abgerechnet wird er zum Schluss. Mal schauen. Das ist ja erstmal nur die Alufolie und das Backpapier. Vielleicht. Genau. Ach, darunter sieht es doch lecker aus. Guck doch mal hier. Das ist doch sensationell. Ich würde sagen, nur die Leichtmetallfolie, die ist etwas angeschmort. Und dann haben wir hier unser Fleisch. Wo auch die Knochen rausgehen. Da würde ich sagen, werden wir das ein bisschen zerbitzeln, nennt man das bei uns, und dann einfach mal kosten. Gabel haben wir. Ihr habt es natürlich beim Auspacken gesehen, oben war leicht angekokelt, aber das Fleisch unten drunter war trotzdem noch okay. Und wie gesagt, das waren bloß Reste hier, das waren wirklich nur Abschnitte, um das einfach mal zu testen. Es ist jetzt nicht viel dabei rausgekommen, aber zum Verkosten, um euch ein Fazit zu geben, reicht es auf alle Fälle. Und ich kann euch sagen, es ist ein gutes Fazit rausgekommen. Also, oh ja. Unser Sperrgewürz hat hier wirklich komplett gute Arbeit geleistet. Das Wagyu-Fleisch ist ja sowieso sensationell. Und natürlich, nicht zu vergessen, die gute Butter. Genau. Naja, also wenn ihr wirklich mal hier so ein paar Knöchelchen übrig habt, habt ihr jetzt eine Möglichkeit, die auch wieder zu verwerten. Nicht einfach bloß in die Biotonne, sondern in guten Bauch. Genau, ja. Wenn mal wieder die Feuerschale an ist, vorher so ein Paket fertig machen, bevor es ins Bett geht, das in die Glut werfen und dann habt ihr ein schönes Frühstück. Genau, und deswegen ist das zum Nachmachen empfohlen. Ja. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich werde es nie lernen, oder? Gefallen hat. Appetit. Und schließt am besten noch ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nicht mehr von der Sachsen-Griller. Und beim nächsten Mal sehen wir Marco und mich dann schon wieder. Ciao, ciao. Ciao.